Hi Leute, heute geht's um einen Drink namens Champs-Élysées. Ganz klassischer Drinks aus den 1920er Jahren, eine Zeit, wo viele Barkeeper aus Amerika quasi von der Prohibition geflohen sind nach Europa und da in Bars gearbeitet haben. Viele interessante Cocktailrezepte kommen aus der Zeit. Und Champs-Élysées, man hört es schon, man braucht französische Zutaten größtenteils. Als allererstes Cognac, davon haben wir 6 Centiliter. Und dazu kommt ein bisschen grüner Chartreuse, ganz alter französischer Likör, ein Kräuterlikör. Davon 1,5 Centiliter. Das gleiche in frisch gepressten Zitronensaft, 1,5 Centiliter und ein klein bisschen Zucker dazu. Wirklich nicht viel, denn der Likör süßt den Drink schon genug. Und ein bisschen Angostura Bitters, um das Ganze abzurunden. Jo, das Ganze auf Eis geshakt. Und in ein am besten vorgekühltes Glas. Ein Champs-Élysées. Cheers!